Servus meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines. Schön, dass ihr mit dabei seid, freut mich natürlich sehr. Und wir befinden uns natürlich an unserem zentralen Bahnhof, wo alles anschließt. U-Bahn, der Güterverkehr fließt selbst hier durch, der Zugverkehr, Buslinien, Straßenbahn. Hier ist also alles Mögliche mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Unsere U-Bahn läuft, glaube ich, mitunter am besten. Ich glaube, über 1000 Leute, die da mitfahren. Freut mich natürlich auch, wenn ich hier bei den Bussen natürlich die vollen Bushaltestellen sehe. Ich finde es toll, wenn die Leute versuchen oder halt, sag ich mal, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will die Monorail weiterbauen, ja. Ich habe da auch schon eine Aufnahme gestartet und habe nach 40 Minuten einfach gesagt, es bringt nichts, weil ich in 40 Minuten die Monorail durch die Stadt gezogen bekommen habe, ja. Aber es so viel Friemelei war und ich glaube, zum Zuschauen ist das nicht spannend. Deswegen habe ich mir gedacht, ich starte einfach nochmal neu. Also, ich starte eine Aufnahme, mache jetzt aber was anderes. Wir werden aber nebenbei versuchen, die Monorail abzuschließen, damit man noch ein bisschen natürlich davon zu sehen bekommt. Aber ich zeige euch jetzt erst einmal, was ich gebaut habe. Ja, ihr wisst ja, hier ist ein zentraler Bahnhof. Davon geht die Monorail-Station eben los. Und bis hier sind wir letztes Mal bis zum Technopark, sind wir letztes Mal ja schon gegangen. Und von hier aus bin ich dann halt erstmal über den Kreisverkehr gegangen. Habe hier ein bisschen Abstand gelassen, dass wir hier noch Häuser hier irgendwie hochziehen können. Bin dann hier auf die andere Seite gegangen. Bin dann also praktisch an der Schnellstraße entlang hier. Hab halt den Übergang dann gemacht, praktisch zu den Straßen mit der Monorail-Station, dass sie halt, sag ich mal, dass ich die Straßen einfach geupgradet habe. Aber der Anschluss zwischen den Straßen, die man upgradet, und der freistehenden Monorail ist immer so ein bisschen schwierig, auch mit den Bahnhöfen. Deswegen habe ich da, wie man schon hier ein bisschen sieht, wenn man genau hinguckt, gibt es ein paar kleine Fehlerchen. Aber ich glaube, über die kann man hinwegschauen. Hier ist noch ein Baum, den machen wir nachher weg. Genau, da bin ich von der Monorail, habe ich mir gedacht, mache ich hier drüben nur eine Station, weil hier über die Schnellstraße oder über die Hauptverkehrsstraße hier das verlaufen zu lassen am Randgebiet, fand ich jetzt nicht so, sag ich mal, nicht so realistisch, weil ich finde schon, dass es eine Monorail schon zwischen die Hochhäuser irgendwie passt. Na, und jetzt nicht irgendwie am Randgebiet dann durchlaufen sollte. Deswegen habe ich halt hier die durch die Stadt laufen lassen und bin halt an unserem großen Park hier entlang gegangen. Wenn man hier auch schon wieder sieht, hier der Übergang zu den Straßen mit der Monorail-Station. Hier habe ich halt immer die Straße hier drunter verwendet, um die Stützen hier, die hier gerade nicht zu sehen sind, damit es ein bisschen logischer ist. Was haben wir hier denn? Yes, ist gut. Okay. Ja, wie gesagt, hier und da gibt es immer mal wieder so kleine Fehlerchen, wie man sieht. Aber läuft hier durch. Habe jetzt gedacht, ich mache hier bei den Schulen nochmal einen Bahnhof hin. Und lasse es halt auf der anderen Seite wieder runter verlaufen. Ja. Dann geht es hier in die Kurve. Hier habe ich auch überlegt, ob ich eine reinbaue, aber ich, nee, das war mir dann irgendwann zu viel. Bin dann hier über die, also bin dann hier ein bisschen höher gegangen. Hier muss man leider ein bisschen das anhöhen, aber ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen anbessern, aber ich habe den Snap-Punkt hier Ewigkeiten gesucht, muss das mal wieder alles abreißen. Dann geht das Ganze hier runter und verläuft dann hier weiter bis zu dieser Station und da ist erstmal Ende. Ja. Also so habe ich mir das erstmal vorgestellt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Wir könnten vielleicht hier nochmal ein bisschen gucken, dass wir jetzt mal ein bisschen noch nachbessern. Und ich habe hier eine Brücke rüber gebaut. Das habe ich jetzt leider halt auch in der anderen Aufnahme. So, das habe ich jetzt leider auch alles in der anderen Aufnahme, die ich euch natürlich jetzt nicht zeigen möchte. Hier habe ich hier noch eine Brücke rüber gebaut, was auch schon lange überflüssig war. Ja, das wurde schon lange in die Kommentare geschrieben und ich habe überlegt, wie ich die Verbindung halt machen möchte und habe das halt jetzt erstmal auf die Weise gelöst, weil das halt sonst, glaube ich, von der Auf- und Abfahrt hier ein bisschen zu steil gewesen wäre. Ja, und sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Ja. Ich habe den Zaun hier nochmal nachbauen müssen. Aber sonst sind wir im Großen und Ganzen hier eigentlich gut durchgekommen. Hier und da halt immer mal Probleme, aber er hat ja nur 50 Minuten gedauert, ist kein Problem. Ja. Jetzt haben wir hier die Stützen, die verlaufen jetzt halt über die Straße. Das war halt, ist halt allgemeine Friemelei gewesen. Auch hier gibt es nicht überall jetzt diese Stützen. Ja, das hat er schon ein paar Problemchen hier gemacht. Oh, das ist nicht so gut, wie ich das gemacht habe. So.
Gut, so, da habe ich das über die Straße hier einfach verlaufen lassen, habe jetzt hier halt so eine Straße genommen, wo das halt durchgestrichen ist, damit da halt keiner drüber oder durch die Pfeiler fährt. Ja, mal gucken. Ist jetzt nicht ganz perfekt auf jeden Fall, aber viel besser habe ich es wirklich nicht hinbekommen. Wir haben jetzt natürlich nur eine Sache, die ich noch nicht ganz weiß. Müsste aber eigentlich alles wieder funktionieren, und zwar unsere Buslinien. Da ist jetzt keine, die irgendwie Probleme macht, oder? Also, wir sehen hier nichts. Weil durch die ganzen Abreißaktionen und so weiter habe ich mir halt gedacht, okay, unsere Buslinien kriegen das ab. Gerade die hier hinten. Aber das funktioniert eigentlich echt gut. Wow. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall soweit geschafft. Ihr seid auf dem aktuellen Stand und jetzt geht die ganze Geschichte weiter. Weil ich habe mir nämlich gedacht, die Monorail wird ja jetzt hier weitergezogen. Irgendwann will man ja hier das auch anschließen. Haben wir einfach schon mal einen Rundlauf. Ich denke mal, wir beginnen hier an dieser Ecke und probieren die Monorail hier anzuschließen. Das ist, glaube ich, so die beste Möglichkeit. Dann haben wir so eine kleine Tour und eine größere Tour. Guck mal, hier habe ich sogar direkt den Snap-Punkt. Das ist ja ein Träumchen. So, wir machen das hier. Wir reißen jetzt hier einfach ab. Das geht jetzt nicht anders. Okay, hier haben wir dann wieder das Problem, dass wir auf der gleichen Höhe sind wie die Brücke. Gehen das hier anders, wenn ich hier eh schon alles abgerissen habe. Könnte man vielleicht versuchen, ob man hier die Monorails so durchlaufen lässt. Immer auch zu hoch, ne? Könnte unten drunter durchlaufen lassen. Aber es soll ja keine Achterbahn werden, habe ich mir gedacht. Also so, hier ist ja einigermaßen simpel alles. Das gibt's doch nicht, dass wir hier... Das gibt es doch nicht, dass wir hier nicht drüber kommen. Verwunderlich, verwunderlich. So, dann basteln wir das einfach wieder hin, da kennen wir nichts. Ach ja, die schöne Straßenbahn. Düm, düm, düm. So, obwohl, warte mal, wir kommt eine andere Idee. Wir können ja eigentlich auch den ganzen Spaß hier anschließen. Kriegen wir das hier auch so hin wie an der? Um Gottes Willen. Okay, das hat gut funktioniert. Das geht nicht, ne? Das funktioniert leider nicht, dass es irgendwie hübsch aussieht. So. Machen wir das halt so. Haben wir hier bei der Schnellstraße hier diese Anschlüsse, dass es in beide Richtungen weitergeht. Das mit den Querstreben finde ich halt nicht so hübsch bei der Monorail. Die gefällt, also, dass es halt auch immer so gequetscht manchmal aussieht und so. Nicht ganz so hübsch, ja. Wenn eine Monorail drüber fährt, funktioniert das vielleicht ganz gut eigentlich, aber sonst, ja, weiß noch nicht. Nicht meins. Nicht meins. Dann können wir hier mit der Monorail noch ein bisschen weitermachen. Ziehen wir die hier weiter durch. Gucken mal. So. Gut. So. Jetzt haben wir hier die Sache, dass ich vielleicht überlegt habe, dass man hier an dem Fluss, hier in dieser Gegend, ein Fußballstadion. Oh, das eine ist kaputt gegangen hier, ne? Verlassen mittlerweile. Man da vielleicht ein Fußballstadion hinmacht. Moment, ich reiß nochmal ganz kurz ab. Das ist nur eine bestimmte Art. Oh, das war die falsche. Oh. Ja, ups. Oh.
Ich habe ja die Mods rausgeworfen, damit man ein bisschen. Das braucht nicht für alles immer Mods haben. Beschweren sich, ist okay. So, dass man hier vielleicht, da war ich, ein Fußballstadion hinbaut. Und zwar, wir haben ja nur eins. Dass man das wirklich vielleicht hier probiert hinzubasteln, was ja ganz cool hier reinpassen würde. Ne? Wir machen das erstmal so. Was kostet mich das denn? Das Ganze kostet mich unterhalb 4000. Oh, da müssen wir echt aufpassen. Müssen wir echt aufpassen. So, wir haben von den Verbindungen. Hier gehe ich dann vielleicht drüber. Bauen das trotzdem. Bauen das einfach, weil ich Lust drauf habe, ja? Lass mich. Also und vor allem, weil das hier mega cool reinpasst, würde ich mal behaupten. Aber natürlich, kennt ihr mich, bleibt es dabei nicht. Muss das natürlich hier anders bauen. Erstmal eine schöne Stelle dafür finden, dass es hier nicht so viel aufschüttet. Dass wir vielleicht nicht ganz so ein Wellending haben hier. Oh. Ach, schon eine starke Schräge hier, ne? Mal kriegen wir das so hin. Ich will halt nicht, dass hier so viele Wellen sind. Naja, guck, hier haben wir es wieder. Irgendwie ist es gefühlt hier am besten gewesen. Erschreckenderweise. Das Problem ist halt daran. Okay, ich nehme vielleicht doch ein bisschen was zurück. So, wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir ebnen das selber an. Das ist jetzt hier, sagen wir mal, das können wir hier so verkaufen. Oh. Oh, das ist jetzt hier nicht so. Oh. Ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt haben wir das auf jeden Fall hier schon mal angeebnet. Wenn wir das jetzt hier... Guck mal, jetzt sieht es natürlich auch... Jetzt sieht es nach was aus. Könnte man nämlich das so machen? Hm? Dass man das Fußballstadion so ein bisschen als Abschluss hier hinten nimmt. Also das sieht jetzt erstmal sehr provisorisch aus. Wir gehen mit der Straße hier weiter. Aber wir hätten dann gleich die Möglichkeit hier auch komplett anzuschließen. So. Okay, die Kurve geht ganz gut. Das Ding ist halt, das muss man so ein bisschen als Problem jetzt hier haben. Mal hier im Bahnhof erstmal brauchen. Mit direkt hier von dran quetschen. So. Guti. Haben wir das? Genau. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus für so eine scharfe Kurve. Bin ich ehrlich.
Sagen wir hier ja praktisch die eine Linie, die hier, die andere geht ja noch in die Richtung, aber die kann man hier abschließen lassen. Die geht nämlich, ah, guck mal, die ist nämlich in die andere. Okay, das ist interessant, dann haben wir beide Linien hier wieder miteinander verbunden praktisch. Dann haben wir hier einmal den Knotenpunkt auf der einen Seite und dann hier den anderen. Mal gucken, wo wir das machen. Lassen wir das jetzt hier weiterlaufen oder... Oder sagen wir hier ist Ende. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde... Oh, das geht gar nicht, ne? Doch. Jetzt haben wir hier den Anschluss, der gerade weitergeht. Mhm. Das sieht nicht schlecht aus. Dann... Dann machen wir das mal so. Okay, von der Höhe her ist das hier gut. Knapp, aber gut. Ja, das kann man so lassen, glaube ich. Dann haben wir hier den Anschluss. Einen kleinen Anschluss. Er hat aber einen. Jetzt muss man nur ein bisschen überlegen, ob man hier noch ein bisschen was mit Parkplätzen halt gestaltet. Wir haben ja hier zum Beispiel die großen Parkplätze. Und das vielleicht hier so macht und den Anschluss dafür breit gefächert hier so eine nimmt. Ja. Ah, welche Straße habe ich jetzt hier genommen? Die hier. Ne? Mhm. So. Mal. Dann haben wir hier das mit den Parkplätzen. Warum ist das so hoch? Jetzt haben wir halt nur die Sache, dass wir gucken müssen, dass wir hier mit den Parkplätzen das auch hinbekommen, dass sie nicht irgendwie verschwinden. Okay, das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Obwohl. Oh, das hier, aber man das zu lang. Das ist ein bisschen wenig. Machen das jetzt erstmal so, so, so. Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt lassen wir das auf der anderen Seite hier nochmal. Guck mal, da haben wir. Guck mal, wie schnell wir Parkplätze bauen können. Goll. Nee, sonst parken die ja. Die nehmen ja trotzdem die Slots. Wenn ich das hier unschön mache, dann parken die ja im Gras. So. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Gut aus, hier haben wir ein bisschen offener, weil hier alle rein und rausfahren. Ich denke mal, das kann man als Parkplatz lassen. Dann haben wir hier eine Monorail-Station, die hier sich anschließt. Dann lassen wir hier mal den Weg hier noch weiterlaufen.
Den Weg hier, das ist... Jetzt ist es die Frage, welcher Weg ist das hier? Also die Frage ist, ich soll vielleicht mal auf die Wege gehen. Das ist der hier, ne? Ja, eindeutig. Schön, oder? Dann kann man hier nämlich den Anschluss noch machen und so. Plupp. Quetsch mal so hier rein. Haben wir hier auch noch einen Anschluss. So, dann können die Leute auch zu Fuß gehen. Wir haben jetzt die Monorail-Station, wo sie hinfahren können. Straßenbahn machen wir nicht. Jetzt haben wir hier das halt alles so ein bisschen angeebnet. Mal schauen, weil die Straße hier geht ja zum Beispiel weiter nach oben. Es ist halt einfach probieren, probieren, probieren. Irgendwann ist es was Schönes. Oder eben auch nicht. So, das geht jetzt hier nach oben. Das ist okay, dass es hier auch ein bisschen tiefer ist, bin ich ehrlich. Ne? Dann kann man das nämlich hier auch so lassen. Dann bauen wir da nämlich jetzt nichts auf diese Seite, sondern nur hier irgendwas hin. Ich weiß noch nicht was, aber vielleicht irgendein größeres Gebäude. Haben wir hier eine höhere Straße, die hier durchgeht. Und das senkt sich hier auch langsam. Also ich glaube, das ist ganz cool hier. Mit dieser Ecke. Wir werden jetzt mal die Monorail. Wir werden das mal hier auch anschließen, dass die halt auch schon in Betrieb ist, weil ich möchte die ehrlich gesagt auch mal sehen. So. Ist Sache. Wir gehen ja hier rüber. So. 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 Schöne Farbe, muss ich sagen, aber ob da Leute mitfahren, ich weiß noch nicht. So. So, jetzt lassen wir hier darüber noch eine laufen. Irgendwie, also Monorail sieht echt komisch aus. Kann ich jetzt das auch noch andersrum laufen lassen? Das Ding ist ja zweispurig, ne? Jetzt habe ich die weggemacht, ne? Oh nee. Habe ich jetzt hier eine Station, hallo? Hä? Scheiße. Verdammt. Ach, so groß, wie soll ich das denn erkennen? Aber warte mal, die kann ich gar nicht in Betrieb nehmen. Fällt mir gerade auf. Die kann ich gar nicht in Betrieb nehmen, die eine.
Weil die hat ja hier hinten noch keinen Anschluss. Die funktioniert ja eh. Wie hat die funktioniert, bitte? Ach, guck mal, die kann man auch so laufen lassen. Ist ja der einzige, der nichts davon hat, der Technopark, ne? Okay, also Monorail, schwieriges Pflaster. Das heißt, genau, die kann ich ja noch nicht im Rund laufen. Jetzt haben wir eine, die komplett im Kreis läuft, die durch die Wohngebiete auch durchgeht. Und beim Technopark, die holt halt nur die Leute ab. Gut, das funktioniert, das ist okay. Mal schauen. Wieso hat sich dieser Betrag nicht verändert? Ist erstmal egal. So, wir bauen jetzt erstmal hier weiter. Monorail ist also angeschlossen. So, Buslinien haben wir hier drüben halt noch keine. Da könnte man eigentlich auch schon mal ein bisschen nachbessern. Ich weiß, wir haben jetzt dann echt viele Buslinien, aber ja, ne, ist eine Stadt. Wir können ja von hier aus die nächste laufen lassen. Wir können das jetzt so machen. Dann machen wir hier einfach nochmal eine Buslinie durch. Die Frage ist... Ne, wir lassen die hier unten durchlaufen. Was, achso, warte mal, ne, ist... Okay, machen wir die ein bisschen davor, dann machen wir hier noch eine hin. Machen wir auf jeden Fall hier. Die Seite noch eine hin. Dann geht die wilde Fahrt schon wieder zurück. Na, hallo? Hier noch eine und dann machen wir das hier zurück. So, haben wir nochmal eine Buslinie, die wir wahrscheinlich gleich anpassen müssen. Von den Fahrzeugen her, das war die hier, ne? Die sechste. Genau. Ja, Fahrzeuge stehen da noch nicht. Okay, das heißt, die müssen wir dann, obwohl auf der kleinen Tour werden, glaube ich, nicht so viele Busse dann in Anspruch genommen. Gut. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier. Wir müssen mal schauen, was würde denn hier noch für ein Gebäude reinpassen. Was haben wir denn hier? Transportturm, den haben wir schon, ne? Das haben wir schon. Das würde aber echt gut da reinpassen. Das große Einkaufszentrum wäre ja mal mega cool da drin, ne? Genau gegenüber vom Friedhof. Ja. Das Ding sieht cool aus. Vor allem, wenn man jetzt überlegt. Guck mal, das Ding passt hier richtig gut rein. Jetzt pass mal auf. Oh. So. Und was ich so ein bisschen vor Augen habe. Mal gucken, ob wir nicht gleich ins Minus gehen. Wenn wir jetzt hier mit den Steinen wieder arbeiten. Mit Steinen und Büschen, um das ein bisschen zu verzieren. Gottes Willen, das ist ein weiter Weg immer hier. Ich mag die. Das ist halt... So, jetzt guck mal hier mit Büschen. Büsche. Hier haben wir welche. Oh, Gottes Willen. Nee, nicht ganz so viel. So. Immer schön mit dem Rücken zu meiner Stadt bauen, weil dann haben wir noch ein bisschen FPS. Ja, wenn man so detailliert baut hier, das geht ganz schnell, da bist du direkt unten. Wenn ich in die andere Richtung gucke, ich habe ja die FPS-Anzeige zwar nicht mehr an, aber ja, 15 bis 20 werden das noch sein und so habe ich hier, fühlt es sich halt wie 30, 40 an.
Das heißt, wenn man detailliert baut, dann muss man damit halt auch leben, ne? Ah, guck mal. Das sieht doch irgendwie schon echt hübsch aus. Hier drumherum. So, dann haben wir das hier soweit. Das ist angeschlossen. Wir können das eigentlich auch wieder in Betrieb nehmen. Achso, dann wird man... machen hier natürlich noch Wasser. Damit das natürlich alles hier auch gut läuft. Wasser haben wir ja noch genug. So. Gut, und Strom, da werden wir jetzt einfach wieder hier ein bisschen überbrücken mit denen hier. So, ist okay. Dann haben die das auf jeden Fall. Dann kann ja die Monorail auch schon anfangen. Das Ding läuft jetzt. Das müssen wir mal schauen. Kann sein, dass wir es nochmal eine Zeit lang ausmachen müssen. Durch die Monorail haben wir aber, glaube ich, wieder das ein oder andere Upgrade bekommen von der Stadt. Oder sie gradet noch ab. Also ich glaube, im Plus bleiben wir. Wir haben halt Wohngebiet-Nachfrage jede Menge. Das heißt, selbst wenn es jetzt nicht so ganz geil läuft und wenn wir jetzt hier wirklich gut an Plus verlieren, können wir halt nächstes Mal richtig Wohngebiete bauen. Hier drumherum vielleicht, hier oben. Genau. No. Ich will mal wissen, wie es... Ist die Monorail schon am Fahren? Irgendwo? Hallo? Okay, wir gehen auf jeden Fall ins Plus. Ins Minus, so rum. Da ist sie. Hallo! Na, was geht? Hui. Sieht cool aus. Sieht cool aus an dem Park entlang. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Okay, und die fahren auch teilweise dann in die andere Richtung, weil die grüne müsste das sein, die dreht hier. Die ist hier Endstation. Und dann können die hier, sag ich mal, die weiterfahren wollen, müssen halt hier umsteigen, können dann halt weiter in die Richtung wieder fahren. Ich glaube, das ist gar nicht so dämlich. Müssen wir mal überlegen, ob das so hinhaut. Aber wir haben hier auch wieder was abgerissen. Oh. Ist ja alles wieder kaputt. Wer macht denn hier immer alles kaputt? Das ist unser guter Weg hier gewesen, ne? So, das müssen wir hier wieder ausmalen. Ja, wir haben natürlich sehr viel beschädigt hier. Keine Frage. Das wollte er gerade bauen. Bin ich unfreundlich. Gut, die Verbindung ist aber auch wieder da. Das heißt... Ticken nach oben gehen, sonst aber hier die Hochspannungsleitungen in den ihren Gesichtern. Gut, so können wir halt Einwohner auch verlieren. Hey, wir sind bei 3000 plus wieder. Wie haben wir das denn geschafft? Was haben wir jetzt gemacht? Ja, waren wir gerade minus. Muss man ein bisschen beobachten. So ist es erstmal okay. Ich hoffe, dass die Monorail sich auch gut anpasst. Der Park ist halt super gut. Guck dir das einfach mal an. 61.000 Leute sind da schon durchmarschiert. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe ja schon viele Parks gebaut in der Stadt. Aber, also noch nie so einen langgezogenen, aber der läuft ja richtig gut. Ich glaube, dass halt dass sie halt wirklich das als Durchgang hier verwenden und jedes Mal halt Geld bezahlen dafür. Bin mir nicht ganz sicher, aber so ist hier nicht viel los. Obwohl hier auch, keine Ahnung. Alles schön, freut mich doch. Ja, haben wir die Möglichkeit, da außen rum zu gehen, also habe ich jetzt nicht extra deswegen gemacht. Alles schon schön hier. Sache ist, ist halt hier auch trotzdem nach wie vor ein bisschen steil. Können wir aber dran nichts ändern. Auf jeden Fall, die Monorail fährt. Wir müssen mal schauen, oder ich möchte mal schauen, was wir hier in der Monorail haben.
40 mehr als mit der Straßenbahn. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, mal gucken, wie die ersten Spiele hier verlaufen werden. Ob man da Leute irgendwie für unsere Stadt begeistern. Wir haben hier ein Einkaufszentrum, können sie direkt einkaufen. Um irgendwie Geld einzunehmen, haben wir jetzt hier nicht wirklich was, oder? Was wir hier hinpacken könnten. Aber ich glaube, hier mache ich einfach nur Begrünung hin. Können wir eigentlich nochmal hier machen. Ich glaube, das machen wir hier einfach ein bisschen grün, dass man hier... Wir haben hier den Weg. Gucken wir mal, da können wir mit dem Weg erstmal... Machen wir erstmal den Weg. Da gehen wir hier so drüber. Hier ist ein Zebrastreifen. Und hier lassen wir das. Und hier können wir halt... Einfach noch so einen kleinen Weg hier durchziehen. Damit die Leute halt hier auch ein bisschen unterwegs sein können. Genau, machen wir hier ein bisschen Begrünung. Hallo Monorail. Na? Bevor, dass wir die in Betrieb genommen haben, wenn ich überlege, 2 Stündchen Arbeit waren das für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid mir nicht so böse, dass ich die durch die Stadt halt, dass ich euch das jetzt nicht unbedingt, dass ich das jetzt nicht als Video hier auf YouTube noch hochlade, aber das ist einfach nichts. Da war echt nichts Spannendes dabei, das war mehr Anstrengung als alles andere. Da bist du nur am Basteln gewesen, hat es wieder funktioniert, dann wieder nicht und dann hast du da wieder das Problem gehabt und das ging eigentlich die ganze Zeit so und das war halt teilweise auch sehr frustrierend, sagen wir es mal so. Teilweise sehr frustrierend, so, wir werden jetzt erstmal, so, dann machen wir das nämlich hier auch noch fertig. Aber ich hoffe, wir haben jetzt alles, was wir in der Stadt irgendwie vielleicht mal vergessen hatten, haben wir jetzt alles hier schon mal schön nachgeholt. Dass wir nicht nochmal irgendwie die halbe Stadt wieder abreißen müssen. Nein, ich habe ja teilweise wirklich schon Spaß daran, muss man aussagen. Ich habe da wirklich Spaß dran, aber... Monorail werde ich so schnell nicht mehr fahren. Gucke mal. Das sieht doch schön aus. Fahren die Busse hier auch durch. Jetzt können wir auch die Buslinie noch anpassen. Das war ja, bevor wir es nächstes Mal wieder vergessen. Lieber direkt machen. Wir haben hier Fahrzeuge 9. Ich denke mal, das ist in Ordnung, oder? 9 Fahrzeuge. Ja, ich glaube schon, dass es in Ordnung ist. Aber warte mal. Wir gehen mal auf 6 Fahrzeuge runter, weil es halt wirklich nur eine kleine Tour ist. Guck mal, 99 Leute fahren mit der Monorail. Für mich ist das echt hier super cool. Geile Sache. Kriegt man den Verkehr halt doch ein bisschen entlastet vielleicht. Freut mich. Cool. Schön ist es geworden. Schön ist es geworden. Besonders das Eck. Sieht cool aus, ja. Spontane Ideen sind meistens doch die besten. Auf jeden Fall für diese Folge soll es das auch gewesen sein. Monorail, Häkchen dran. Sehr schön. Übergang über die Gebiete hier verbinden miteinander. Häkchen dran. Schön, schön, schön. Guti, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Unterhaltung. Was ja so eine Folge eigentlich machen sollte. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und bye bye.